Herzlich willkommen bei uns im IB-MOOC im allerersten Video zur ersten Einheit. In diesem Video stellen wir Ihnen vor, was in diesem Kurs passiert und wie er aufgebaut ist. Zuvor aber möchten wir auch uns vorstellen, die Menschen, die hinter diesem Kurs stehen. Das IB-MOOC-Team, das sind Wilfried Frey, Martin Ebner, David Rötler, Martina Süßmeier und ich, Birgit Aschemann. Wir haben ganz verschiedene berufliche Aufgaben in der Erwachsenenbildung. Was uns aber verbindet, ist das Anliegen, einfache digitale Werkzeuge für Erwachsenenbildnerinnen auf eine ansprechende Weise zu verbreiten. Ich selber bin Erwachsenenbildnerin und Bildungswissenschaftlerin und bin die Initiatorin des IB-MOOCs und bin selbst eine überzeugte Nutzerin einfacher digitaler Werkzeuge. Wilfried Frey, vielen noch unter dem Namen Hackl bekannt, ist der leitende Redakteur von Erwachsenenbildung.at und selbst ein früher Anwender digitaler Technologien. Martin Ebner forscht und lehrt an der TU Graz über innovative Formen des Lernens und Lehrens und hat schon viele Online-Kurse auf iMOOCs durchgeführt. Martina Süßmeier ist eine erfahrene Medientechnikerin und unterstützt den IB-MOOC als Allround-Assistentin bei Conedu. David Rötler von Werde Digital ist Experte für digitales Arbeiten und begleitet den IB-MOOC mit Webinaren, die er in Österreich erfolgreich etabliert hat. Er ist heute online hier dabei und gibt uns damit auch gleich einen kleinen Vorgeschmack auf seine weitere Beteiligung im IB-MOOC, wo er die gleiche Technologie benutzen wird wie heute. Wir kennen ja wirklich alle die Praxis in der Erwachsenenbildung gut und wir bieten diesen Kurs bewusst online an, um allen entgegenzukommen, die dabei mitmachen möchten, egal wo sie sind und wann sie Zeit haben zum Lernen. Jetzt wünschen wir uns natürlich, dass sie das auch wirklich genießen werden, mit uns hier dabei zu sein, egal wann und wo sie lernen, alleine oder gemeinsam, je nachdem wie sie sich das aussuchen und mit den unterschiedlichen Medien, die wir für sie hier zum Lernen vorbereitet haben. Wir kommen nun zu einer kurzen Übersicht. Kernstück des Kurses sind die 6 Online-Einheiten. Jede Woche am Montag wird eine Einheit freigeschaltet, sodass der Kurs 6 Wochen dauert und Sie jeweils eine Woche Zeit haben, um die Einheit zu bearbeiten oder auch mal länger, falls das für Sie nötig ist. Bei der ersten Einheit, an der Sie gerade teilnehmen, geht es um das Kennenlernen der Personen, des Formats und der Lernmöglichkeiten in diesem Kurs. Bei der zweiten Einheit geht es dann inhaltlich schon zur Sache und das ist auch unsere dichteste Einheit mit den meisten Videos und Übungen. Hier stellen wir Ihnen konkrete Tools vor, mit denen Sie Ihre Bildungsangebote einfach vorbereiten, abwechslungsreich gestalten und aussagekräftig nachbearbeiten können. In der dritten Einheit dreht sich dann alles um Social Media und darum, wie man die sozialen Medien für die Kommunikation, zum Lernen und fürs Marketing nutzen kann. Danach geht es weiter mit einer Einheit zum E-Learning und Blended Learning mit seinen wichtigsten Möglichkeiten für die aktuelle Erwachsenenbildung. In der fünften Einheit erfahren Sie schließlich alles Wichtige rund um offene Bildungsressourcen, also all diejenigen Materialien, die Ihnen für Ihre Lernangebote in der Erwachsenenbildung frei zur Verfügung stehen. Und schließlich werden wir uns in der sechsten Einheit der Online-Beratung zuwenden, die ja für die Lernbegleitung und Bildungsberatung zunehmend wichtig wird. Die 6 Einheiten sind im Prinzip alle gleich aufgebaut. Sie beginnen mit kurzen Videos wie diesem hier. Die Videos zeigen Ihnen jeweils die wichtigsten Inhalte der Einheit. Außerdem gibt es für jede Einheit schriftliche Lernunterlagen, nämlich je nach Einheit Transkripte, genauere Anleitungen und begleitende Übungen. Diese Übungen sollten Sie auf jeden Fall durchführen. Wer sich für die jeweiligen Themen näher interessiert, findet bei den meisten Einheiten auch weiterführende Ressourcen. Außerdem gibt es zu jeder Einheit jeweils einen Diskussionsimpuls für das Forum. Und am Ende jeder Einheit können Sie Ihr neu erworbenes Wissen in einem Quiz oder besser gesagt einem Test selbst überprüfen. Diesen Test können Sie mehrmals wiederholen, und Sie bekommen auch jeweils Hinweise auf die richtigen oder falschen Antworten. Das ist ein bisschen tricky und funktioniert folgendermaßen. Das Feedback auf Ihre Fragen kommt jeweils als grünes Häkchen oder als rotes Kreuz. Es zeigt an, ob Sie das Richtige angeklickt haben oder nicht. Und es zeigt nicht an,
ob eine Antwortoption auf eine Frage richtig oder falsch war. Dazu ein konkretes Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel auf die Frage "Sind alle Äpfel blau?" als Antwort "Nein" anklicken, dann bekommen Sie ein grünes Häkchen, weil Sie richtig angeklickt haben. Das heißt natürlich nicht, dass alle Äpfel blau sind. Wer eine Kursbestätigung für den eBMOOC möchte, muss alle Tests erfolgreich abschließen und das heißt jeweils mindestens 75% richtig haben. Das ist aufgrund der Wiederholungsmöglichkeiten und der Feedbacks aber erfahrungsgemäß nicht so schwierig. Bitte planen Sie für jede Einheit mit den Übungen ca. 3 Stunden ein. Wie viel Zeit Sie dann wirklich benötigen, kommt auch auf Ihre Vorkenntnisse und Vertiefungswünsche an. Der Arbeitsaufwand für die Pflichtteile insgesamt beträgt 18 Stunden und wird von der WBA mit einem ECTS im Kompetenzfeld Informationsmanagement anerkannt. Die Teilnahme an den Webinaren oder Begleitgruppen, die ja freiwillige Zusatzangebote sind, ist hier nicht mitgerechnet. Aber kommen wir jetzt zu Ihnen. Wer sind Sie und was führt Sie zu uns in den eBMOOC? Für den Austausch zu diesen Fragen haben wir das Forum jetzt eingerichtet. Bitte stellen Sie sich gleich heute oder in den nächsten Tagen im Forum vor und schauen Sie sich um, wer alle mit Ihnen hier ist. Sinn des Forums ist es in dieser Einheit, einander kennenzulernen, sich an das Forum zu gewöhnen und untereinander ein wenig in Diskussion zu kommen. Ja, Sie haben jetzt schon das Wichtigste über den Aufbau und den Ablauf unseres eBMOOC kennengelernt. Wir möchten jetzt noch ein paar Gedanken anschließen, die uns rund um diesen Kurs wichtig sind und die Ihnen vielleicht auch als Tipps oder Hilfen in den kommenden Wochen dienen können. Zunächst mal zur Digitalisierung als solches. Sie sind da jetzt natürlich in einem digitalen Lernangebot und es dreht sich hier auch alles um digitale Tools. Trotzdem möchte ich vorausschicken, dass wir als eBMOOC-Team auch der Digitalisierung als solches nicht ganz unkritisch gegenüberstehen. Es ist tatsächlich so, dass manchmal eine analoge Lösung auch besser sein mag als eine digitale. Und wir sind uns auch bewusst, dass die Digitalisierung kritisch diskutiert wird, besonders das E-Learning kritisch diskutiert wird im Zusammenhang mit der Individualisierung. Also mit einem Trend, der den oder die Einzelne verantwortlich macht für das eigene Lernschicksal und Berufsschicksal. Wir möchten dem natürlich auf keinen Fall Vorschub leisten mit diesem Angebot. Und wenn es um Vereinzelung geht, also das Risiko der Vereinzelung, dann haben wir dafür im eBMOOC, denke ich, wirklich ganz gut vorgebeugt. Wir haben uns einiges einfallen lassen, damit hier niemand allein sein muss oder zumindest nicht alleine lernen muss, wenn er oder sie das nicht möchte. Und dazu möchte ich dich, Martin, bitten, uns ein bisschen mehr darüber zu erzählen, in welcher Form hier Gemeinschaft und gemeinsames Lernen möglich ist. Ja, also zum Austausch dieses MOOCs es gibt mehrere Varianten. Das erste ist natürlich online. Online mit einem sogenannten Diskussionsforum, das zur Verfügung steht. Es ist eines für den gesamten Kurs und es wird jede Woche ein Thema eröffnet. Und diesem Thema wird es Aufgaben geben, Hilfestellungen, Tipps, Tricks, je nachdem, wie Sie wollen. Sie brauchen dann einfach draufklicken, Antwort schreiben und dann können wir alle weiter diskutieren. Und natürlich schauen die Expertinnen und Experten auch immer wieder vorbei. Und je nachdem werden wir uns also einmischen oder auch einfach die Diskussion voranschreiten lassen. Und die zweite Möglichkeit zum Austausch sind sogenannte Begleittreffen. Das heißt, wir folgen eigentlich einem lerntheoretischen Konzept, wo wir also davon ausgehen, dass nicht nur online ganz toll ist, sondern eben auch das Offline-Lernen und Zusammenfinden, soziales Lernen, sagt man oft dazu, auch ganz wesentlich ist. Und dazu haben wir Trainerinnen, Mentoren, wie sie das auch immer nennen wollen, engagiert, ist jetzt übertrieben, die haben sich freiwillig gemeldet und die bieten so etwas an. Da kann man hinfahren, sich anschauen, also austauschen und vielleicht also das Ganze gemeinschaftlich erarbeiten. Die werden also auf der Projektwebseite gelistet und ich darf an dieser Stelle vor allem einen großen Dank an all diesen Personen aussprechen, die da diese Tätigkeit übernehmen, denn die ist also ganz, ganz wichtig, um das Konzept an sich überhaupt wirken lassen zu können. Und die dritte Möglichkeit, die stellt jetzt dann der David vor.
Als dritte Austauschmöglichkeit werden im EBMOOC auch begleitende Webinare angeboten. Hier können Sie uns und andere Referentinnen live treffen und wir können miteinander sprechen. Die Technologie dafür ist ganz einfach. Sie brauchen für die Teilnahme ein Headset und eine Webcam. Oft ist diese aber auch schon eingebaut. Die Webinare finden alle 2 Wochen statt. Es sind insgesamt 4. Der erste Termin ist schon sehr bald. Wir laden Sie herzlich ein, das einfach auszuprobieren und mitzumachen. Wenn Sie gleich am ersten Webinar teilnehmen möchten, melden Sie sich folgendermaßen dafür an. Bei den Webinaren sind jeweils alle Referentinnen der letzten beiden Einheiten anwesend. Und Wilfried, Birgit und ich sind auch immer dabei. Ja, bei den Webinaren, die David jetzt gerade vorgestellt hat, kann man sich einfach auch reinsetzen und zuhören. Man muss da noch nicht selber mitreden oder auch nicht mitchatten. Man kann, wenn einem das noch nicht so vertraut ist, einfach mal ganz passiv dabei sein. Also wir wollen auch hier die Einstiegshürde so niedrig wie möglich halten. Man muss sich ja auch bewusst sein, dass wir gerade beim digitalen Lernen und beim digitalen Arbeiten alle lebenslang Lernende sind. Sie genauso wie wir. Und was wir daraus ableiten, ist, dass es kein Nichtwissen gibt, für das man sich in irgendeiner Weise schämen muss. Wenn Sie unsere Videos ansehen, dann werden Sie feststellen, dass wir auch nicht auf absolute Fehlerfreiheit hin produzieren. Wir gehen eher mit der Haltung heran, just do it. Und genauso möchten wir Sie einladen, auch an die Webinare und auch alle anderen Angebote in unserem EBMOOC heranzugehen, mit dieser Haltung, just do it. Dementsprechend haben wir auch die Inhalte ausgewählt. Wir haben auch diese Inhalte so einfach wie möglich gestaltet. Und ich lade jetzt dich, Martina, ein, ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Ja, der EBMOOC möchte kein Trendsetting betreiben. Wir haben praktische, nützliche Tools ausgewählt, die sich in der Praxis bewährt haben. Easy to use, das ist unser Motto im EBMOOC. Und wir haben anwenderinnenfreundliche Tools ausgewählt, die mehr nützen als stressen. Falls Sie einmal bei einer Einheit das Gefühl haben, dass Sie unterfordert sind, kann es aber auch sein, dass Sie dann beim nächsten Thema wieder alles neu für Sie ist und Sie neu einsteigen können. Niederschwelligkeit ist aber eins unserer höchsten Credos im EBMOOC. Wir haben dahingehend auch Tools ausgesucht, die auf Windows-basierenden Notebooks bzw. Desktops laufen und mobile Anwendungen kommen nur sehr selten bei uns im Kurs vor. Und ein weiteres Credo haben wir auch noch, da gebe ich weiter an dich, Wilfried. Im EBMOOC geht es um eine spezifisch erwachsenengerechte Bildungsarbeit. Was bedeutet das für uns? Obwohl es gute, nützliche und sehr vorbildhafte Beispiele aus den Schulen und Hochschulen gibt, halten wir uns bei Anleihen aus diesen Bereichen eher zurück. Wir konzentrieren uns darauf, was Erwachsenenbildnerinnen brauchen und bieten ihnen daher Tools, die sich in unserer eigenen und in der Praxis unserer Referentinnen und Referenten bewährt haben. Okay, das war's schon für unser allererstes Video. Jetzt gibt es danach noch ein weiteres Video und dann gibt es schon die Übungen, das Forum und auch schon das allererste Quiz in unserem EBMOOC. Wir verabschieden uns erstmal von Ihnen, aber bleiben Sie mit uns dran. Ich bin schon so gespannt, wie das wird. Ja, super. Schauen wir mal.